Ich heiße Dorothee Liebscher, ich bin Malerin und lebe und arbeite in Leipzig. In meinen Bildern sieht man teils verfallene Architekturkonstrukte, die von der Natur zurückerobert werden. Die Natur geht eine ganz bestimmte Beziehung mit der Architektur ein. Sie verschmilzt und sie bilden so eine Symbiose. Ich transformiere die Eindrücke, die ich sammle, in diesen vielen leerstehenden Gebäuden, die man immer noch in Leipzig und in der Umgebung findet. Dort sehe ich diese ganz surrealen Welten, die sich da auftun, also Decken, die herunterkommen und Moos, was mitten im Raum wächst. Und diese ganzen Eindrücke versuche ich dann mit ins Atelier zu nehmen und auf die Bilder zu übersetzen und dekonstruiere die dann, um neue Raumwelten entstehen zu lassen. Es sind oft imaginäre Welten, die ich erschaffe und die ganz viele unlogische Stellen haben, die man sich nicht so einfach erklären kann. Also es verschmelzen Realität und Fiktion in den Raumwelten. In meinen Bildern sieht man keine Menschen, keine Figuren. Der Betrachter ist eigentlich der Mensch selber, der in diesem Raum steht und den Raum mit seinem Blick abschreiten kann. Was mich an der Malerei so fasziniert, ist, dass ich mit der Farbe so spielerisch umgehen kann und dass ich Schicht für Schicht übereinander setzen kann. So kann man als Betrachter noch in diese ersten Schichten einen Einblick bekommen. Ich mag so dieses Leuchten, das so von innen kommt, von diesen Bildern. Gleichzeitig werden diese verlassenen Räumlichkeiten in ein ganz neues Licht getaucht, in eine ganz neue Atmosphäre. Meiner Meinung nach sieht man in der Architektur diese gesellschaftlichen Errungenschaften und durch den Verfall sieht man auch die Zerbrechlichkeit und die Verletzbarkeit von der Gesellschaft.